Wie viel Geld kann man eigentlich 2023 als Fitnesstrainer verdienen? Das schauen wir uns ganz genau in diesem Video an. Aber wir schauen uns eben nicht nur an, was man als Fitnesstrainer verdienen kann, sondern was man zum Beispiel auch als Studioleiter bekommt, ja, was man verdienen kann, wenn man zum Beispiel Personal Trainer ist, wie man zum Beispiel aber auch sein Gehalt als Fitnesstrainer wieder aufbessern kann. Und wir schauen uns an, was kann man so als Studioinhaber verdienen und welche anderen Berufe gibt es dann noch so in der Fitnessbranche, von denen du vielleicht jetzt gar nichts weißt. Und wir fangen natürlich hier an mit dem Beruf des Fitnesstrainers und schauen uns da eben ganz genau an, was man so als Fitnesstrainer verdienen kann. Und dazu schauen wir uns einfach mal an, was Gehalte ihr denn dazu sagt, wie viel man als Fitnesstrainer Anfang 2023 hier verdienen kann. Und zwar sind das eben Werte von ganz vielen unterschiedlichen Stellenangeboten, die es gerade gibt. Und hier gibt es eben eine große Zahl, die in der Mitte steht. Das ist 2.571 Euro. Das ist der Medianwert. Das heißt nicht der Durchschnittswert, sondern Median bedeutet, 50% der Werte liegen darüber und 50% der Werte liegen darunter. Ja? Das ist sozusagen schon mal diese Zahl hier, das bedeutet die. So, dann haben wir hier das untere Quartil, so nennt man das. Ja. 25% verdienen weniger als 2.345 Euro. Und das obere Quartil, 25% verdienen mehr als 2.820 Euro. Ja, da hast du schon mal so eine grobe Range, wie viel man da als Trainer verdienen kann. Allerdings gibt es natürlich, wie gesagt, hier welche, die sind hier und welche, die sind hier. Das kommt natürlich immer darauf an. Es gibt natürlich auch unterschiedlich gute Fitnesstrainer. Das bedeutet, man hat durchaus die Möglichkeit, als Trainer sein Gehalt aufzubessern, wie natürlich in jeder Branche. Ja? Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen weiter schauen, dann können wir hier auch nochmal sehen, dass sich das Ganze nach Bundesländern auch nochmal ein bisschen unterschiedlich verteilt. Wir sehen jetzt hier, dass man hier in den östlicheren Bundesländern eher ein bisschen weniger verdient. Hier zum Beispiel in Hessen verdient man am meisten und Bayern, Baden-Württemberg sind auch noch hier stark mit dabei. Ja? Und ja, so sieht es ungefähr aus in ganz Deutschland. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass man wahrscheinlich auch höhere Lebenshaltungskosten hat, wenn man jetzt hier zum Beispiel in München wohnt, ja, als jetzt zum Beispiel hier in Brandenburg. Ja. Das muss man natürlich auch mit dazu sagen. Das heißt, vielleicht ist es sogar von den, wenn man das vergleicht, dann wieder ähnlich wieder ausgeglichen. Ja. Da kann man eben noch ein paar Unterschiede erkennen. Und das Gehalt variiert auch ein bisschen nach Berufserfahrung. Natürlich, wenn man 9 Jahre im Beruf schon ist, verdient man mehr, als wenn man weniger vielleicht als 3 Jahre nur im Beruf ist. Das ist sozusagen schon mal zu den grundsätzlichen Daten, wie viel man so als Fitnesstrainer verdienen kann. Aktuell 2023. Ich denke mal auch, dass die Mindestlohnerhöhung davon dieses Gehalt etwas beeinflusst hat im letzten Jahr, dass es alles hier ein bisschen nach oben gekommen ist. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Punkte an, wie man denn sein Gehalt verbessern kann. Was kann man also tun, damit man eher zu den Fitnesstrainern gehört, die ein bisschen mehr verdienen? Man kann zum Beispiel sich ein Studio aussuchen, wo es Provisionen gibt, wenn man eine Mitgliedschaft abschließt mit einem Kunden. Ja, es ist eher in inhabergeführten Studios der Fall und weniger in Kettenbetrieben, weil in Kettenbetrieben, die sind so groß, da kommen die Leute von alleine rein, da brauchst du dich nicht anstrengen, damit die Leute eine Mitgliedschaft machen für 30 Euro im Monat. Aber wenn die Mitgliedschaft eben mehr kostet, 80, 90, 100 Euro im Monat oder sowas, ja, dann gibt es eben auch Provisionen auf Mitgliedschaften, wenn du eben zum Beispiel einer Person beim Probetraining das alles gut erklären kannst, sie das gut auch verkaufen kannst, ja, und ihnen auch für dich zeigen kannst, wie sie ihre Ziele hier erreichen kann, dann bekommst du da eben eine Provision und ja, somit kannst du halt dein Gehalt aufbessern. Habe ich eben auch selber immer gut gemacht als Trainer damals und ja, konnte mein Gehalt somit echt gut aufbessern, ja. Dann kann man natürlich durch Social Skills und gute Arbeit sein Gehalt verbessern, weil wenn du zum Beispiel derjenige bist im Studio, den alle Leute kennen, ja, wo du bei jedem den Namen weißt, für jeden hast du schon mal was gemacht, einen Trainingsplan geschrieben oder jemand betreut, ja, und alle lieben dich sozusagen in dem Studio, ja, dann kannst du natürlich sagen zu deinem Chef irgendwann, schau mal her, ja, ich bin hier ein wichtiger Bestandteil in dem Studio, alle Leute kennen mich, ja, und die Leute kommen teilweise nur wegen mir hier zu dem Training und freuen sich immer, wenn sie mich sehen, ja, wenn ich jetzt weg wäre, dann würden wahrscheinlich auch ein paar Leute kündigen oder Leute würden einfach nicht mehr so regelmäßig und häufig kommen, ja, denn es ist ja auch Geld, was dem Studioleiter wegbrechen wird oder dem Inhaber, ne, und so kannst du sagen, schau mal her, weil ich eben so gute Arbeit hier mache, weil mich so viele Leute hier mögen, ja, deswegen möchte ich jetzt auch ein bisschen Geld davon abhaben, weil eben hier einfach viele Leute dabei bleiben. Und die Leute, die glücklich sind und die ich immer glücklich mache, dadurch, dass ich eben sie immer betreue, ja, die bringen natürlich auch wieder neue Leute mit. Also es ist immer sehr, sehr gut, wenn du halt einfach gute Arbeit machst, gute Social Skills anwendest bei den Leuten, ja, und einfach beliebt bist. Und dann kannst du eben auch zu deinem Chef sagen, hey, ich hätte davon ein bisschen gerne was ab. Ja. Und du kannst natürlich auch ein paar wichtige Aufgaben übernehmen, ja, organisatorische Aufgaben oder einfach Marketingaufgaben in dem Studio. Und da sind wir eben auch schon direkt beim nächsten Thema. Ja, das geht dann schon eher in die Richtung Studioleiter. Ja. Was kannst du denn so als Studioleiter
Studienleiter verdienen. Ja? Und zwar habe ich da einfach so ein bisschen rumgefragt, ja, in meinem Netzwerk, ja, viele Leute auf Facebook befragt. Und ja, da kam eben so eine Range von ungefähr so 2.500 bis 3.300 Euro brutto. Ja? Und das sind ungefähr 1,7 bis 2,2 netto bei der Steuerklasse jetzt 1. Ja? Das kommt natürlich immer darauf an, welche Steuerklasse du bist. Ja? Wie kommen da die Unterschiede zustande? Bei den Kettenbetrieben ist es eher ein bisschen niedriger. Ja? Also wenn du bei dem Kettenbetrieb Studio leitest, hast du auch nicht ganz so viele Aufgaben, meiner Meinung nach, weil so Marketing und sowas wird ja sowieso von der Zentrale gesteuert. Ja? Und du musst dich eher um so organisatorische Sachen kümmern. Und wenn du jetzt ein inhabergeführtes Studio hast, ja, dann machst du dort selber die Regeln, musst du vielleicht auch neue Sachen fürs Marketing ausdenken, musst du vielleicht selber mal organisieren, okay, wie kommen wir an neue Kontakte ran, wie kommen wir an neue Mitglieder ran, und deswegen verdient man eben auch ein bisschen mehr bei inhabergeführten Studios. Das entspricht eben auch hier meiner Erfahrung. Ja? So, dann habe ich hier noch ein Beispiel mitgebracht von Leuten, die ich befragt habe. Ja, die 2.800 Euro, das war bei einer Fitnesskette, ja, also das sind ungefähr 1.900 Euro. Ja, und bei dem inhabergeführten Studio waren es ungefähr 2.100 Euro netto bei dem Premium-Studio in Bremen. Ja, da hat mir eine Person eben gesagt, dass sie eben dieses Gehalt dort bekommt. Also als Studioleiter kann man also schon mal etwas besser verdienen natürlich als ein normaler Fitnesstrainer. Als nächstes wollen wir uns anschauen, was ein Personal Trainer denn so verdienen kann. Und das hängt natürlich erstmal davon ab, wie viele Kunden du als Personal Trainer hast. Umso mehr Kunden du natürlich hast, umso höher der Stundenpreis ist, desto besser verdienst du. Ja, wir rechnen jetzt hier auch mal in Stundenpreis. Ja, eigentlich ist es ein bisschen veraltet und man bietet da eigentlich eher was anderes an. Aber wir können jetzt hiermit einfach mal ein bisschen einfacher rechnen mit diesem Stundenpreis. Und deswegen machen wir das hier gerade mal. Ja, so. Und zwar können wir uns mal schauen, okay, die Anzahl der Stunden im Monat, ja, mal den Stundenpreis minus die Kosten, haben wir den Umsatz, da müssen wir Steuern drauf zahlen. Und dann haben wir den Verdienst. Ja? Und wir machen jetzt einfach mal eine Beispielrechnung hier durch. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel pro Tag, sagen wir mal, wir können 5 Trainings geben. Wir gehen jetzt mal von einem Personal Trainer aus, der in einem Studio arbeitet und Training an Training geben kann und nicht jetzt irgendwo rumfahren muss. Okay? Der macht zum Beispiel jetzt hier 5 Trainings. Ja? Ja? 5 Trainings an ungefähr 21 Arbeitstagen im Monat. Ja? 5 mal 21. Ja? Und der verlangt jetzt pro Stunde hier 80 Euro netto. Okay? Ja, das ist jetzt mal unser Beispiel hier. Und hier sind wir dann bei 8.400 Euro. Ja? So, ja, das ist jetzt mal hier das Ergebnis dieser Rechnung hier, ja. Dann haben wir natürlich noch ein paar Kosten im Monat, ja. Wir rechnen jetzt hier einfach mal mit 1.000 Euro Kosten, ja. Da ist natürlich die Miete dabei, die man zahlen muss in dem Studio, ne. Und ja, wenn man im Studio dann seine Leute trainiert, dann muss man natürlich auch eine Miete zahlen. Und da sind noch andere Kosten dabei, die Versicherung und so weiter und so fort. Aber für Equipment brauchst du nicht so viel, weil du hast ja eben das Studio vor Ort. Ja? So, und wenn man das jetzt mal hier so zusammenrechnet, muss ich mir ein bisschen spicken. Ja, dann hat man hier, sind wir hier bei 7.400 Euro. Ja? Zack. 7.400 Euro haben wir hier. Ja, Steuern müssen wir bei diesem Verdienst wahrscheinlich so ungefähr irgendwas um die 30-35% bezahlen. Wir gehen jetzt ja nochmal von 35% Steuern aus. Ne? Und dann sind wir bei einem Verdienst von 4.810 Euro. Ja? So, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr stark vereinfachte Beispielrechnung. Und man muss natürlich so erstmal schaffen, dass wir eben immer so ausgebucht sind, in Anführungszeichen, mit 5 Trainings pro Tag. Ja. Das soll jetzt nicht so heißen, dass es total easy ist und total einfach geht, aber es ist auf jeden Fall machbar. Ne. Und das ist so ungefähr das, wie man den Stundenpreis eines Personal Trainers hier kalkuliert. In der Personal Trainer Lizenz bei uns gehen wir natürlich noch viel genauer darauf ein und berücksichtigen natürlich alle Variablen hier, aber in dem Video hier einfach mal ein bisschen einfachere Variante zum Rechnen, damit man so einen ungefähren Einblick darin hast. Also als Personal Trainer hat man natürlich dann nochmal ganz andere Verdienstmöglichkeiten und kommt wie gesagt darauf an, je mehr Kunden, ja, je höher der Preis, desto mehr verdienst du natürlich dann auch wieder daran. Als nächstes wollen wir uns mal anschauen, wie man eine Rechnung aufstellen könnte für das Gehalt oder für den Verdienst eines Studioinhabers. Ja? Und da kann man auch wieder eine relativ vereinfachte Rechnung natürlich wieder hier machen. Und zwar nimmt man einfach mal die Anzahl der Mitglieder, mal den Nettobeitrag natürlich pro Monat, minus die Kosten, und dann haben wir den Gewinn, der da für uns rauskommt. Ja?
Wir haben natürlich noch andere Einnahmen, wie zum Beispiel jetzt für eine Startgebühr. Ja, kennen wir ja alle, wenn man sich im Fitnessstudio anmeldet, dass man noch eine Startgebühr zahlen muss. Das kommt dann natürlich noch oben drauf. Deswegen sage ich, das ist stark vereinfacht hier. Und wir haben auch noch Zusatzverkäufe, die wir machen können, also Supplements, ja, oder Ernährungsprogramme und so weiter und so fort. Ja, da gibt es bestimmte Zusatzeinnahmen, die wir noch generieren können. Ja, aber so ungefähr könnte das eben aussehen. Das Problem ist natürlich hier, dass ein hohes Startkapital notwendig ist, dass die Kosten hier erstmal sehr hoch sind am Anfang bei einem klassischen normalen Fitnessstudio. Ja, du musst die Miete zahlen, du musst den ganzen Gerätepark leasen, du hast vielleicht sogar von Anfang an schon Personalkosten und so weiter und so fort, ne? Aber man muss ja nicht immer unbedingt ein Riesenstudio hier machen. Ja? Ich betreue zum Beispiel auch einen Kunden von uns im Coaching, der eben jetzt schon sein zweites EMS-Studio aufmacht. Ja? Und hier beim EMS-Studio oder bei so kleineren Studios ist natürlich der Fall, dass man hier erstmal weniger Mitglieder braucht. Ja? Also wir brauchen weniger Mitglieder, weil der Beitrag pro Monat relativ hoch ist, ja? Und weil die Kosten auch eher geringer sind. Ja? Wir haben nicht so ein Riesenstudio, wir müssen so vielleicht 200 Quadratmeter oder sowas anmieten oder vielleicht sogar noch weniger, ja, und wir brauchen halt die Geräte fürs EMS-Training und ja, nicht irgendwie ein Gerätepark für irgendwie 4.000 Euro Leasing im Monat oder sowas, ja. Und ja, das ist halt eine super Möglichkeit zum Beispiel, dass man ein bisschen weniger Startkapital hier braucht, ja, um zum Starten zum Beispiel, dass man eher sich auf so ein kleineres Studio spezialisiert und dann zum Beispiel halt davon einfach dann mehrere aufmacht. Ja, aber das ist für den Start zum Beispiel hier eine coole Sache, wie man das ein bisschen smarter das machen kann, ja, ohne so viel am Anfang direkt zu investieren. Ja, das kann man hier eben so festhalten, aber nochmal eine andere Sache, warum eben oder was das Besondere ist an diesem Thema Studiobesitzer oder auch an dem Geschäftsmodell, ist das Folgende. Ja, und zwar habe ich ja hier ja, die Kosten, ne? Die Kosten, das ist ja so, dass die hier ungefähr immer ein bisschen gleich bleiben. Ja? Das bedeutet, hier ungefähr sind die Kosten, ja? So, zack, 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 das sind unsere Kosten hier. Ja? Die K-Kosten. So, und am Anfang, wenn man natürlich das Studio aufmacht, ja, hat man natürlich noch hier wenig Mitglieder. Okay? Ja, man startet ungefähr hier oder macht vielleicht einen Vorverkauf, dann startet man vielleicht hier oder sowas. Ne? Und dann versucht man natürlich immer weiter Gas zu geben und immer mehr Mitglieder aufzubauen. Ja? Aber wenn man irgendwann diese Schwelle hier erreicht hat, dass man hier kostendeckend ist, ja, dann geht eben jedes Mitglied mehr in die eigene Tasche, beziehungsweise jedes Mitglied mehr ist dann wieder Gewinn. Und das ist ja eben auch das Besondere an diesem Modell Fitnessstudio, deswegen funktioniert das auch so gut, ja, weil wir eben ab einer bestimmten Schwelle dann nur noch hier den Gewinn haben. Natürlich kann es sein, dass wir hier irgendwie nochmal ein bisschen mehr Personal einstellen müssen oder sowas, ja, und dann die Kosten hier nochmal leicht steigen, aber ist nicht so, dass die Kosten explodieren, wenn wir eben mehr Mitglieder haben, ja. Und das ist eben das Coole hier auch an so einem Thema Studiobesitzer, dass wir hier irgendwann, wenn wir diesen Schwelle mal erreicht haben, dass es dann eben hier bergauf geht und dass man da eben dann auch sehr gut verdienen kann. Und als Letztes schauen wir uns noch ein paar andere Berufe an in der Fitnessbranche, die du vielleicht so noch gar nicht kanntest. Ja? Wo kann man denn noch so arbeiten in der Fitnessbranche? Man kann zum Beispiel auch bei Geräteherstellern arbeiten, als Vertriebler. Ja? Da kann ich auch ein paar, die eben dann gemeinsam mit den Studios dann planen, okay, welche Geräte nehmen wir mit rein, wo kommt was hin, ja? Wie könnte das Ganze aussehen? Und wenn man so einen Gerätepark verkauft für eben viel Geld, dann ist die Provision eben auch nicht schlecht. Ja? Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wo man arbeiten kann. Dann kann man auch bei Unternehmensberatungen arbeiten, wenn du zum Beispiel sehr gut bist im Verkauf, ja, und andere Unternehmen berätst und zum Beispiel das Team schulst im Sales-Bereich, ja, das könnte man zum Beispiel machen, ja. Dann kann man natürlich auch als Dozent arbeiten, ja, viele Dozenten bei uns sind natürlich auch selber Personal Trainer und ja, arbeiten direkt im Fitnessstudio oder direkt mit den Kunden und die sind eben aber noch zusätzlich für uns als Dozent tätig und ja, das ist natürlich auch eine coole Möglichkeit, um noch ein bisschen was anderes zu machen oder um ein bisschen was mehr zu verdienen und man kann zum Beispiel sich auch noch selbstständig machen als Sales Coach, ja, da kann ich auch einige, die eben deutschlandweit die Studios online betreuen und die Mitarbeiter dort im Sales schulen. Oder einer ist auch zum Beispiel ein Promotion Coach, der fährt eben immer zu den Studios hin und macht mit denen Promotion-Aktionen draußen vor Supermärkten und versucht dort eben neue Telefonnummern zu generieren, neue Mitglieder zu generieren. Ja, all das ist eben möglich und ja, ich würde aber sagen, du brauchst auch gar nicht unbedingt wissen, was du später mal machst in der Fitnessbranche. Wichtig ist erstmal anzufangen, loszulegen, Gas zu geben, in die Fitnessbranche reinzukommen. Und dann ergeben sich auch mit der Zeit immer wieder andere coole Optionen, wenn du eben gut bist und wenn du Gas gibst. Und ja, dann wirst du immer wieder was Cooles machen können in der Fitnessbranche, wo du eben auch gut verdienen kannst. Ja, das war eben das Fazit zu diesem heutigen Video. Ja, wir haben jetzt mir alle Berufe so ein bisschen angeschaut, was man da so machen kann.
Wenn du noch kein Fitnesstrainer bist und Fitnesstrainer werden möchtest, dann sichere dir auf jeden Fall auch mal den kostenlosen Demozugang der KF Akademie. Dort kannst du in die erste Lektion aller Ausbildung mal reinschauen und erfährst du zum Beispiel auch, welche Zukunftsaussichten du so in der Fitnessbranche hast, ja, und was so die Branche bieten kann. Das erfährst du zum Beispiel in diesem Demozugang. Da kannst du einfach mal direkt hier auf den Link klicken, ja, dann kommst du direkt dazu. Das ist komplett kostenlos, komplett gratis und dann sehen wir uns im Demozugang. Bis zum nächsten Video, dein Tim Kinalzee, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.